Haialarm auf Mallorca. Das ist, wenn man Mallorca mal als Firma betrachtet, gar nicht so gut fürs Geschäft. Und das ist damit auch nicht gut für uns. Denn was kaum jemand weiß, mit die größten Profiteure vom Konsumgiganten Mallorca sind Deutsche. Wir zeigen Ihnen jetzt die 5 größten Mallorca-Gewinner. Mallorca. Mit rund 12 Millionen Touristen ist die Insel längst ein riesiger Konsumgigant, den man mit einer großen Firma vergleichen kann. Und die Firma Mallorca macht auch einige Deutschsprachige richtig reich. In dieser Fabrik für Spülmaschinen und Industriesalz lässt Katja Böhr eines der beliebtesten Mallorca-Mitbringsel produzieren. Mit einem besonderen Konzept verkauft Marvin Bonitz Luxusvillen auf Mallorca und bekommt dafür pro verkaufte Villa bis zu 400.000 Euro Provision. Der berühmteste Sternekoch Mallorcas, ein Deutscher. Auch ihm rennen sie mit seiner Gourmet-Idee die Türen ein. Mehrere tausend Euro für einen Auftritt, der erfolgreichste Ballermann-Star. Klar, ein Deutscher. Und dann ist da noch diese unglaubliche Geschichte. André Engelhardt hat sich den Namen Ballermann schützen lassen. Und verdient jetzt nur durch die Lizenzgebühren Millionen. Aber der Reihe nach. Wir suchen die deutschen Profiteure des Konsumgiganten Mallorca. Dass ausgerechnet Mallorca als Reiseziel heute so beliebt ist, Zufall. Um 1900 kommen gerade mal einige Spanier für ihre Flitterwochen nach Mallorca. 1963 bietet Neckermann in Deutschland zum ersten Mal Pauschalreisen mit dem Flugzeug auf die Insel an. 2 Wochen für umgerechnet 170 Euro. Und weil das für viele Deutsche ihre erste weite Reise ist, schwärmen sie davon. Dadurch wollen immer mehr Deutsche hin. Bis heute ist das Mallorca-Reisegeschäft wichtig für deutsche Reiseveranstalter. Aber der Konsumgigant Mallorca bietet neben Pauschalreisen noch weitere große Geschäftsfelder. Zum Beispiel Luxusimmobilien. Im Hafen Andratx ist es wie in anderen Orten auch. Luxusimmobilienmakler ohne Ende. Aber kann ein Immobilienmarkt auf so einer Pauschalurlauberinsel funktionieren? Ja, sagt Marvin Bonitz. Seine Firma hat gleich 4 Büros auf Mallorca. Jetzt haben wir hier vielleicht 15, 20 Exposés hängen. Das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was wir anbieten. Bonitz nimmt uns mit in die Berge, in das andere Mallorca. Es ist das Gegenteil von Pauschaltourismus und das Gegenteil von günstig. Bonitz Firma gehört zu den renommiertesten auf Mallorca. Durchschnittlich 4 Millionen Euro kosten die Häuser, die sie verkaufen. Dieses wird aktuell für 8,5 Millionen angeboten. Das darunter für ein bisschen über 17. Wenn ich jetzt die Straße weiter runterlaufen würde, könnte ich Ihnen fast zu jedem Haus etwas sagen, für wie viel dies verkauft wurde. Das Angebot auf dem Luxusimmobilienmarkt scheint also riesig. Aber die Nachfrage ebenso. Denn es kommt noch ein großer Unterschied zu einem normalen Häuslekäufer hinzu. Die Leute, die sich solche Häuser leisten können, kaufen nicht nur einmal. Wenn ihnen etwas nicht mehr gefällt, ist gern mal gleich ein neues Häuschen angesagt. Der traditionelle Einstieg ist meistens immer erste Meereslinie. Ich will direkt das am Wasser sein, ich will das Wasser spüren, ich will das Wasser morgens hören, riechen, schmecken. Und kaufen sich dann auch meistens entweder eine Wohnung, ein Penthouse, ein Haus in erster Meereslinie und genießen das 1-2 Jahre. Und dann verkaufen die dann meistens diese Immobilie nach 2 Jahren und sagen dann, okay, jetzt will ich doch lieber mehr ins Landesinnere. Eine schöne große Finca, vielleicht noch mit Tieren drauf. Dann verkaufen sie die Finca wieder und kaufen sich dann meistens ein schönes großes Haus mit Meerblick. Aber nicht erste Linie, sondern dritte, vierte, fünfte Linie mit den Panoramablicken, wie wir es auch jetzt hier sehen. Schön für die Millionäre, noch schöner für die Makler. Aber am meisten profitiert die Insel Mallorca von den extremen Preisen beim Immobilienhandel. Allein letztes Jahr wurden 1,5 Milliarden Euro umgesetzt in den Balearen. Und wenn man nur mal die Kaufnebenkosten an Steuern berechnet, sind das schon mal 150 Millionen Euro. Im letzten Jahr hat Mallorca so mehr Geld durch Grundsteuern eingenommen als durch die Bettensteuer der Hotels. Der Immobilienhandel ist also gut für Mallorca. Ein ungewöhnliches, aber erfolgreiches Geschäftsmodell auf einer Pauschaltourismusinsel. Für den Verkauf dieses Hauses bekommt Bonitz übrigens 400.000 Euro Provision.
Eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Bonitz hat eine andere deutschsprachige auf Mallorca hingelegt. Im Souvenirgeschäft. Vor einigen Jahren waren es vor allem Kräuter, Oliven und Duftöle. Inzwischen gehört mallorquinisches Salz zu den beliebtesten Mitbringseln. Das kam so. Direkt hinter dem Naturstrand Estrenc liegt die größte Salzfabrik Mallorcas. Hier wird seit 60 Jahren Industriesalz, zum Beispiel für Spülmaschinen, aus Meerwasser hergestellt. Betriebsleiter Andres Maas sagt, keiner glaubte, welchen Erfolg der Besuch der deutschsprachigen Schweizerin Katja Wöhr nach sich ziehen würde. Katja kam hier vorbei und sah diese Salinen. Schöner Platz, schönes Salz, aber niemand zog Nutzen daraus. Also fing sie an, das hier interessanter für den Kunden, für die Touristen zu machen. Die Idee, Salz nicht mehr nur aus einfach über Monate verdunstetem Wasser gewinnen. Stattdessen wird das Meerwasser jetzt durch Bäche in kleinere, aufgeteilte, geschützte Becken geleitet. Unter der heißen Mittagssonne trocknen an der Oberfläche Salzkristalle zusammen. Es bildet sich eine dünne Salzkristallkruste, das sogenannte Flor de Sal, übersetzt Salzblume. Wir verkaufen Salz. Physikalisch ist das Produkt immer noch Salz, aber es geht darum, die ganze Idee zu verkaufen, die Erinnerung an die Salinen. Auf dem spanischen Festland und in Frankreich zuhauf. Die Konkurrenz ist also groß. Aber auf Mallorca hat es trotzdem funktioniert. Der Trick, jeden Tag führen sie hier Touristengruppen durch die Anlage und erklären die Produktion. Dann kaufen sie das Salz und nehmen es mit nach Hause, zeigen es Freunden und Familie. Sie machen also für uns das Marketing. Und mit jeder Steigerung der Touristenzahlen auf Mallorca steigt auch die Nachfrage nach dem Mallorca-Salz. Wir arbeiten gerade daran, unser Gebiet zu vergrößern. Wir wollen 25.000 Hektar mehr. Unser Ziel ist, die Produktion im nächsten Jahr auf 150 Tonnen zu erhöhen. Eine sehr erfolgreiche Idee. Aber es gibt noch erfolgreichere Profiteure des Konsumgiganten Mallorca. Wir fahren weiter. Zum sogenannten Ballermann. Auch wenn gerade mal nur 20% aller Mallorca-Urlauber auf der Partymeile am Playa del Palma ihren Urlaub verbringen. Ballermann ist das Synonym für Mallorca. Hier arbeitet Mickey Krause. Er ist der derzeit erfolgreichste aller Ballermann-Stars auf Mallorca. Ich bin jetzt auch nicht der beste Sänger überhaupt, aber ich besitze die Gabe, ein Publikum unterhalten zu können. Und ich besitze die Gabe, halt eben die Leute zum Lachen zu bringen, auch mit meiner Musik. Und ich glaube, das zeichnet mich aus. Und das können die wenigsten anderen Künstler und Künstlerkollegen. Aber reicht das als Geschäftsmodell am Ballermann schon aus? Lass mich rein. Ich will auf die Bühne. Guten Tag. Man glaubt es vielleicht erstmal nicht, aber um seinen Job beneiden Mickey Krause hunderte deutsche Stars. Denn pro Auftritt bekommt er hier 6.000 Euro, schätzen Brancheninsider. Eine Riesensumme, die sich für die Veranstalter aber trotzdem lohnt. Schließlich setzen sie pro Stunde bis zu 50.000 Euro mit Getränken um. Das Ballermann-Geschäft ist für Mickey Krause aber auch aus weiteren Gründen sehr lukrativ. Zum einen kann er hier auf der Urlaubsinsel auch während der Woche auftreten, wenn in Deutschland nichts los ist. Außerdem weiß er, jeder Hit, der auf Mallorca richtig ankommt, wird später wahrscheinlich eine Nummer 1 auch in Deutschland, wenn die Urlauber wieder zurück sind. Das bringt dann auch noch einmal ordentlich Geld und weitere Auftritte. Die wichtigste Voraussetzung für einen Erfolg am Ballermann laut Mickey Krause: Man darf das Ganze nicht insgeheim peinlich oder dämlich finden und muss die Ballermann-Atmosphäre auch selbst leben.
Ich habe in den letzten 20 Jahren viele Künstler oder Sangeskollegen kommen und gehen sehen, in erster Linie aber mehr gehen sehen, weil diese Kollegen einfach nicht authentisch waren. Und ich glaube, dass die Leute einfach mir wirklich das abnehmen, was ich da abends Woche für Woche, Tag für Tag auf der Bühne performe. Das merken die Leute und spüren die Leute. Und deshalb bin ich, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr erfolgreich. Ja, sonst würden sie da nicht alle stehen. Ne? Sehr gut. Ihr wisst ja, Applaus ist das Wichtigste, wichtigste im Leben eines Künstlers. Und Geld. Also erst kommt Geld. Ein Spruch von Helge Schneider. An Geld fehlt es Micky Krause wohl nicht. Er ist seit Jahren der populärste Ballermann-Star. Schätzungsweise wird er nur mit seinen Auftritten im Megapark bei 6.000 Euro Gage pro Auftritt in dieser Sommersaison rund 250.000 Euro kassieren. Aber es gibt noch mehr Deutsche, die am Konsumgiganten Mallorca richtig gut verdienen. In der Gastronomie. Allerdings nicht mit den an der Playa del Palma verbreiteten Billigangeboten. In Palma hat der berühmteste Koch Mallorcas sein Restaurant. Gerhard Schweiger hatte als einer der ganz, ganz wenigen über 30 Jahre 2 Michelin-Sterne. Damit gehört er zu den Stars in der Branche. Die Idee war, in Porto Portales ein Restaurant zu öffnen, dass die Leute, die eine 10-Millionen-Yacht da stehen haben, auch sich kulinarisch in dem Hafen wohlfühlen. Und das war von Anfang an die Prämisse. Wir müssen Luxus bieten. Erfolgreich mit Edelessen auf der All-Inclusive-Insel. Schweiger hat im Laufe der Zeit alles bekocht, was Rang und Namen hat. Ich hatte sie alle gehabt. Ja. Es war von Clinton, Michael Douglas, Boris Becker, Dieter Bohlen, Frank Elstner, die Königsfamilie und dieser riesengroß. Mir fällt es gar nicht mal ein. Also es war wirklich alles, was an Prominenz die Insel besucht hatte, war auch bei uns zum Essen. Das Problem der Sterneköche, der Job ist extrem stressig. Die Kosten für Personal sehr hoch. Es gibt ja viele Köche aus Sternehäusern, die einfach nicht die Ambitionen haben, auf Sternenniveau zu kochen. Und die sind in normalen Restaurants. Und dadurch ist das Niveau wahnsinnig gut und hoch geworden auf Mallorca. Und bei 12 Millionen Touristen ist natürlich auch die Menge da, um diese Restaurants zu bespielen. Da ist Gerhard Schweiger eine Geschäftsidee gekommen. Sterne essen ohne offizielle Sterne. Nicht so billig, damit noch ordentlich was hängen bleibt, aber erheblich billiger als früher im Sterne-Restaurant. Pro Person ca. 300 Euro wurden ausgegeben. Und hier bei mir sind sie jetzt, also wenn sie Gas geben, die Leute, sind sie bei 70 Euro. Das ist der Unterschied. Und nicht, weil wir schlechter kochen, sondern wir specken einfach ab. Wir haben weniger Personal, wir haben keine Tischdecke. Das sind 1.000 Euro im Monat nur Wäscherei. Seine Geschäftsidee funktioniert. Mit 2 Michelin-Sternen hat sich Gerhard Schweiger einen so großen Namen erkocht, dass er auch heute noch bekannt ist. Er muss nicht billig sein, verdient aber trotzdem immer noch gut, bei weniger Kosten. Schweiger hat noch keine einzige Anzeige geschaltet, noch nie Werbung gemacht. Aber das braucht er auch nicht. Im Internet überschlagen sich die Blogs und Reiseforen förmlich mit dem Geheimtipp Schweiger. Das Essen eines richtigen Sternekoches zum Preis eines gehobenen Restaurants. Das klingt nach einem guten Deal. Dieses Gericht gab es auch zu 2-Sterne-Zeiten. Ja, das ist meine Küche. 3 Produkte auf dem Teller, ja, und purer Geschmack. Das reicht mir und den Gästen auch. Gerhard Schweiger ist zweifellos einer der Profiteure des Konsumgiganten Mallorca. Aber an den erfolgreichsten Deutschen kommt er bei weitem nicht ran. Und dessen Geschichte ist eigentlich unglaublich. Er lebt oder arbeitet gar nicht auf der Insel, sondern in Deutschland. Sein Geschäftsmodell: Markenrecht. Hier im regnerischen Niedersachsen wohnt der Mann, der, gemessen am Aufwand, wahrscheinlich der größte deutsche Gewinner des Konsumgiganten Mallorca ist. André Engelhardt. Er besitzt nämlich einen wahren Schatz. Wir sind die Markeninhaber der Marke Ballermann. Als Student hatte Engelhardt bei einer Hausarbeit über Markenrecht die Idee, sich den Namen Ballermann markenrechtlich schützen zu lassen. Und dann bei jeder Verwendung Geld zu verlangen. Darauf war bis dahin noch keiner gekommen.
Bis zum Bundesgerichtshof ist das gegangen, also durch drei Instanzen, Landgericht, Oberlandesgericht und dann der Bundesgerichtshof. Und dann hat im Jahr 2000, zum Millennium, der Bundesgerichtshof entschieden, ja, Ballermann ist eine Marke. Seither klingelt Engelhards Kasse, sobald irgendwo der Begriff Ballermann kommerziell genutzt wird. Es gab dann T-Shirts, es gab Sangria, es gibt Bücher. Also eigentlich muss ich sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt um den Namen Ballermann. Es gibt sogar Dartpfeile oder eine Wurfbude an der Kirmes, wo man Bälle auf Dosen werfen kann, die sich Ballermann nennt, die auch von uns lizenziert ist. Und jedes Mal kassiert Engelhard. Eigentlich ständig. Auf Mallorca war er das letzte Mal vor 8 Jahren. Das Geschäftsmodell von André Engelhard ist so unglaublich, dass er bis heute selbst nicht ganz glauben kann, wie das alles klappen konnte. So viel Geld für eine einzige Idee. Neben seiner Villa hat er eine kleine Kirche gebaut. Aus Dankbarkeit. Es hat auch sehr viel damit zu tun, dass man Glück hat. Und wir sind sehr dankbar dafür, eben dafür, dass wir dieses Glück hatten, auch mit der Marke. Trotzdem, die Engelhards gehen gegen jeden vor, der für Ballermann keine Lizenzgebühr bezahlt. Dazu sind sie rechtlich verpflichtet. Und so bleibt sichergestellt, dass das Ballermann-Geld weiter ins besinnliche Schulen fließt. Der Konsumgigant Mallorca. Eine Insel wie eine riesengroße Firma. Eine Firma, bei der wir Deutsche mit 6 Millionen Touristen zwar die größten Kunden sind und über 1 Milliarde Euro ausgeben. Eine Firma aber auch, bei der wir einen ganz großen Teil der erfolgreichsten Profiteure stellen.